Einen wunderschönen und willkommen zurück zur Stronghold 1 Definitive Edition. Hier ist wieder euer Truly Most Wanted und wir spielen weiter in der Juwelenkampagne die letzte Mission der Schweinsbucht. Und diese ist Mission Nummer 7 gegen alle Widerstände. Das ist die letzte Belagerung, die ansteht, in der Hoffnung, das Juwel des Nordens zu finden. Und die Frage ist, werden wir es hier finden oder müssen wir noch weiterziehen? Wir werden es gleich herausfinden. Lass du gerne einen Daumen nach oben da, wenn das heutige Video gefallen sollte. Abonniere gerne den Kanal, wenn du weitere Folgen von diesem Spiel oder weitere Let's Plays im Allgemeinen sehen möchtest. Und schreib auch sehr gerne in die Kommentare, wie du hier vorgegangen wärst, was deine Tipps und Tricks sind oder auch, wie du einfach diese Folge gerne gefunden hast. Würde mich sehr freuen. Und jetzt starten wir rein in Mission 7 gegen alle Widerstände. Wir hatten Hawksfoots vorgeschwächt. Doch nun verfügten wir selbst nur noch über wenige Männer. Wenn wir das Juwel retten wollten, dann musste es jetzt geschehen. Die Bergfestung war gut geschützt, selbst ein paar Männer konnten sie halten. Sie bestand aus zwei Befestigungsanlagen. Und wenn wir die erste überwinden konnten, versprachen die Partisanen ihre Unterstützung. Das heißt also, wir kriegen, ja, Unterstützung, in dem Falle Verstärkung, wenn wir durch den ersten Ring durchbrechen können. Und das Ziel ist, erreiche das Torhaus, das ist wohl die erste Welle, und erreiche den Bergfried, ist wohl der innere Ring. Okay, wieder mal auf sehr schwer. Hinweise. Rammen sind der Schlüssel, nutze sie weise, sie sind widerstandsfähig, aber setze sie nicht zu konzentriertem Feuer aus. Okay. Pechverteidigung gibt es also auch noch oben drauf. Scheue dich nicht, einen Teil der Streitkräfte für spätere Teile der Mission zurückzuhalten. Aha. Mauern halten Rammen weniger Stand als Tore. Ja, okay. Vorsicht, wenn du Truppen in Massen bewegst, sterben sie vielleicht auch in Massen. Nein, das ist ja, das glaubt auch kein Mensch. Aber okay, wir gucken mal rein. Da haben wir unsere Armee. Das sieht interessant aus. Wir könnten hier rumgehen oder hier rum. Dann müssen wir uns in dem Fall hier rein sneaken. Die Mauer hier. Da haben wir Bogenschützen mit Kohlenpfannen. Also gibt es wahrscheinlich hier im gesamten Bereich Pech. So hier vorne in jedem Falle. Hier hinten weiß ich noch nicht. Wir haben die beiden. Wir haben hier 3, 4, 5 Stück. Da sind Armbrustschützen, da hinten sind Piken und nochmal ein Baumeister mit Pech. Und das ist das Torhaus, das wir erreichen müssen, um dann wahrscheinlich von hier irgendwo Verstärkung zu bekommen. Mhm. Dann haben wir nochmal Armbrustschützen, Schwertis da unten und einen letzten Ring und dann hier oben eben den Bergfried. Alles klar. Dann gucken wir mal, was wir eben haben. 12 Bogies, keine Armbrustschützen. Das wird lustig. Rücken aus. Ich mache Folgendes. Die 6 auf die 1. Ja. Die 6 hier auf die 2. Die Schilde hier auf die 3. Und wir machen bei euch mal 1, 2, 3. Lass mich schon mal da oben hingehen. Dann nehmen wir die Lanzen auf die 4. Kolben auf die 5. Bewegt euch, Hunde! Bin zur Stelle! Piken auf die 6. Vorwärts, Pikeniere! Ja! Leitern auf die 7. So schnell ich kann, Sire! Bogen und die Ramme auf die 8. So. Dann, Tempo können wir eben anpassen auf 150. Dann können die sich mal hinten schön sammeln. Wir sind ab Darschen. Am Hin- und Herschwingen. Finde ich interessant. Das heißt, wir könnten von hier aus schon was anschießen. Könnten wir. Lass die Pfeile fliegen! Das ist ja witzig. Direkt mal speichern als Bucht des Schweins. Mission 7, Part 1. Und speichern. Und dann mal gucken, wie viel Schaden wir machen können. Mein Herr? In Bewegung. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Lass die Pfeile fliegen! Lass die Pfeile fliegen! Die kommen bis da hinten hin. Das ist sehr stark. Aber machen wir mal kurz Tempo 300.
Dann räumen wir hier mal Stück für Stück auf. Wir versuchen mal mit so wenig Verlusten wie möglich zu arbeiten. Wenn das hier jetzt Tempo 90 wäre, würde einfach dreimal so lange dauern, weil die einfach nichts auf die Reihe bekämen. Aber so ist ja schon mal auch nicht schlecht. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Schild bereit. Eure Befehle? Eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Wer war das von denen? Der hier? Lass die Pfeile fliegen. Da wird es, glaube ich, knapp nicht für reichen. Oh, da rutscht ein Armbrustschützen nach. Was, wir haben getroffen? Oh, wir treffen den Baumeister. Interessant. Bogenschützen bereit. Lass die Pfeile fliegen. Lass die Pfeile fliegen. Mein Herr? Wir räumen erstmal sicherheitshalber hier ein Stück auf. Lass die Pfeile fliegen. Eure Befehle? Lass die Pfeile fliegen. Bin zur Stelle. Lass die Pfeile fliegen! So, wenn der weg ist, wir müssen mal drauf achten, von wo die nachrücken. Das wäre hier schon ganz wichtig zu wissen. Vor allem, wenn die jetzt von da unten kommen, sie einfach umverteilen. Smart. Wenn die aber jetzt aus der... Oh, die haben sogar Angstfaktor plus 2. Und wir haben nichts. Das ist natürlich auch fies. Okay, der ist weg, der Typ. Ja. Bis hierhin kommen wir leider nicht. Lass die Pfeile fliegen. Bogenschützen bereit. Wenn wir eben so. Lass die Pfeile fliegen. Der rutscht nach. Aber von wo? Mein Bogen ist euer. Lass die Pfeile fliegen! Lass die Pfeile fliegen! Hm. Wenn das jetzt dauerhaft so geht, ist natürlich fies. Wir sollten im besten Fall schon dafür sorgen, dass wir hier nochmal ein bisschen das Ganze entschleunigen können. Also zumindest entschleunigen in Sachen zurückgeschlagen werden. Das wäre ein größeres Problem. So, von wo kommt der? Muss mal aufpassen. Der kommt von da oben. Das heißt, der ganze Plop hier wird nachrücken. Dann sollte man zuerst den kompletten Plop eliminieren, habe ich das Gefühl. Wir mal speichern, probieren wir eben ein paar Dinge aus. So. Und speichern. Eure Befehle? Schild bereit, eure Lordschaft. Könnten wir uns... Schild wird neu positioniert. Ab wo haben die sich Kontakt? Schild wird neu positioniert. Schild wird neu positioniert. Schild wird neu positioniert. Schild wird neu positioniert. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Wir kommen hier nicht nah genug ran. Lass die Pfeile fliegen. Ja, für die ist das zu eng. Na. Gibt es hier irgendwo eine Art natürlichen Schutz, den wir... Können wir die nicht hier ausspielen? Bogenschützen bereit. Mein Bogen Schild ist euer. Bereit, eure Lordschaft. Mein Herr? Rücken aus.
Eure Befehle sind auf dem Weg. Schild bereit, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Ah, es reicht nicht. Schade. Wir können halt defensiv hinten bleiben und von da aus pipiun, oder wir könnten hier aggressiv vorrücken. Der Süden ist nicht wirklich einfach, aber wir haben auch Armbrust zu sehen. Wir sollten den direkten Weg hier oben wählen. Ja. In Bogenschützen bereit. Bereit, eure Lordschaft. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Schild bereit, eure Lordschaft. Eure Befehle? Wenn wir mal testen. Schild bereit, eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Schild wird neu positioniert. Aber wir könnten uns dort verstecken. Bin zur Stelle. Rücken Schild aus. Bereit, eure Lordschaft. Ja. Sind auf dem euch. Weg. Puh. Und da aus verbarrikadiert. Können wir hier irgendwas auslösen? Wir können die da wegpusten. Lass die Pfeile fliegen! Lass die Pfeile fliegen! Schild mein Bogen ist euer! Eure Lordschaft! Schild wird neu positioniert! Okay, von da aus trafen die nix. Mein Herr, unerreichbar! Unerreichbar. Eure Befehle? Unerreichbar. Bin zur Stelle. Lass die Pfeile ja. fliegen. Lass die Pfeile fliegen. Das ist ein blöder Winkel. Bogenschützen bereit. Dann bis hierhin. Lass die Pfeile fliegen. Lass die Pfeile fliegen. Mein Bogen mein Herr, ist Schild eure bereit. Befehle? Eure Lordschaft. Lass die Pfeile fliegen. Ich meine, so können wir die einen nach dem anderen ranpushen. Bin zur Stelle. Ich hätte jetzt auch ein bisschen Zeit. Aber ich meine, wenn die draufgehen, rücken die anderen auch nach. Oder? Ja, aber es kommt er nachgelaufen. Okay, bleib auf dem Dauerfeuer. Lass die Pfeile fliegen! Lass die Pfeile fliegen! Wenn die beiden weg sind. Mein Bogen ist euer. Lass die Pfeile fliegen, mein Herr. Lass die Pfeile fliegen. Die Quote ist besser so. Das hat irgendwie so ein bisschen schon wieder Mission 18 Vibes, oder? Also so die Hauptkampagne her, wo man irgendwie so auch relativ sneaky vorgehen muss. Aber ich bin ehrlich, ich mag dieses Vorgehen so irgendwie fast schon. Also klar, man gewöhnt sich sehr schnell dran, aber wenn wir das so durchhalten, können wir halt uns eventuell gute Wege ausdenken, um hier reinzukommen. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Gehen wir mal hier hin. Lass die Pfeile fliegen. Lass die Pfeile fliegen. Das ist zu nah. Schützen bereit. Lass die mein Pfeile Bogen fliegen. Ist euer. Lass die Pfeile fliegen. Der Wald war einfach hier richtig hartes Manspreading. Schild bereit, eure Lordschaft. Das wollen könnte man vorrücken. Neu positioniert. Mein Herr, eure Befehle? Schild bereit, eure Lordschaft. Bin zur Stelle. Unerreichbar. Ja. Das ist leider nicht möglich. Bogenschützen bereit. Mein Bogen Schild ist bereit, euer. Eure mein Lordschaft. Herr? Das war keine gute Idee. Hätte man wahrscheinlich sogar immer noch laden. Also der Winkel da oben ist gut, um die Holzmauer zu räumen, aber nicht für und vorne na. Durch. Vielleicht sollte man einfach ein bisschen direkter mit Rückstoffverlust gehen. Schild bereit.
Mal Dinge probieren. Gehen wir mal runter auf Tempo 60 und machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal bis, ich würde sagen, hierhin, hierhin, hierhin. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Eure Befehle? Mal gucken. Bringt das was? Bin zur Stelle. Das ist leider nicht möglich. Den haben wir. Lass die Pfeile fliegen! Lass die Pfeile Bogenschützen bereit! Eure Lordschaft. Mein Bogen ist euer! Okay, wir müssen da aufräumen, bevor die Verstärkung quasi von denen kommt. Mein Herr? Eure Befehle? Bin zur Stelle. Da oben gespannt. Bogenschützen, mein Ziel ist geheilt. Mein Herr? Oh, da oben. Ja, Herr. Wir haben keine Chance. Einfach rushen, warte mal, okay, mal auch Spaß. Und laden. Eure Befehle? Ich meine, wenn der Armbrustschützer oben weg ist, wir könnten ja mal versuchen, auch Spaß rein zu rushen, einfach. Nimm mal ein paar Leute als Trade mit. In Ordnung. 4 und 5 zusammen vielleicht. Zur Stelle. Bereit, na komm. Meine Barber ist das ja weg. Mal probieren. Speichern als Part 3. Und mal reinlaufen. Und Schild bereit. Ja, bitte. Was zu uns entgeht. Die Partisanen sind da, um uns zu helfen, wie sie es versprach. Cool. Und los. Risky, aber geil. Dann machen wir euch. Mein Herr, eure Befehle? Auf die 1. Unerreichbar. Bin zur Stelle. Dann könnten wir die Piken. Waffen geschultert. Und Marsch! Mach ich nochmal als Part 4 mal eben ab. Und Speicher. Und dann, Jungs, kommt mal auf hier. Vorwärts! Ja, Rücken aus. My Lord? Wir können ja hier unten bleiben. Zur Stelle. Im Laufschritt. Stellung halten. Und den, der hier rankommt. Oh, da kommt keiner mehr. Interessant. Schild bereit, eure Lordschaft. Dann ebenso. Ihr auf die 2, Schwert ist auf die 3. Zu Diensten. Vorwärts, Pikiniere. Wir sind bereit. Schultert die Waffen. Da unten die Burg ist quasi leer geworden. Wir könnten einen Versuch wagen. Warte mal. Und los! Habt ihr eine Idee? Und Marsch! Feuer! Da treffen wir ja irgendwas. Feuer! Was wünscht ihr? Feuer!
Müssen wir dahin? Feuer! Dann die beiden. Waffen geschultert! Feuer! Das ist halt so heavy, ne? Wie die Pfeile einfach reinhitten, wenn sie den treffen. Okay, die Reserven unten werden weniger, das ist gut. Zur Stelle. Feuer! Aber das heißt, wenn die Truppen davon weg sind, ab einem gewissen Punkt können die sich keine mehr leisten. Voll gut. Eure Lord, wir folgen euch in Ordnung. Los! Vorwärts! Das war eine blöde Idee. Im Laufschritt. Eure Lordschaft zu Diensten. Dann warten wir eben hier hinten. Na, wer spießt am meisten auf? Pieks, pieks, pieks. So. Auf dem Weg. Aber gern. Waffen geschultert. Wir stehen zu Dienst. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Vorwärts, Pikiniere. Auf dem Weg. Aber gern. Bereit. Zur Stelle. Von wo schießen die? Von da oben ausgehend? Uff. Ja gut, sagen wir mal so, wir haben hier unten weitestgehend freigeräumt. Und marsch! Feuer! Perfekt. Achtung! Dann haben wir noch die beiden Jungs. Speichern als Part 5. Und speichern. Vorwärts. Feuer. Das reicht halt nicht, ne? Waffen geschultert. Im Laufschritt. Und marsch. Bereit, eure Lordschaft. Dann mal eben hier. Feuer! 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 Da holen wir mal eben alles auf, was geht. Feuer! 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 Perfekt. Zur Stelle. Dann können wir die Jungs reinholen. Eure Lordschaft? Achtung! Vielleicht können wir noch was reißen, was wir belegen. Die da oben sind so weit weg. Boah, mit einem Schild vorrücken. Ich sag, hier ist Pechgraben. Vorwärts! Im Laufschritt! Und marsch! Vorwärts! Feuer! Und daraus treffen wir nichts. Ne. Wir könnten sogar nach oben sneaken und von da versuchen. Und los! Im Laufschritt! Wenn ein Pikinier oder zwei Bait annimmt. Immer mal speichern. Probieren wir es aus. Part 6. Wir belagern von hinten und von der Felswand. Speicher, ja. In Ordnung. Was wünscht ihr? Waffen geschultert! Feuer! Sehr schön. Bereit, eure Lordschaft! Feuer! Wir können dem Lord damit ernsthaft Schaden machen? Ist nicht euer Ernst. Okay. Feuer! Ich meine, die meisten von euch wissen, dass wir Sachen manchmal unkonventionell spielen. Das hier ist gerade ein so ein Weg. Einfach Hoxford töten, ohne ihn zu erreichen jemals. Eine witzige Idee. Ist es schon soweit? Ja, ist schon soweit. Natürlich.
Kommt mal mit. Gehen wir nach Hause? Nee. So schnell ich kann, Sir. Sofort, mein Herr. Und wenn der innere Ring leer ist und da keine Verteidigung mehr ist, bringen ihm auch so viele Männer nichts. Achtung! Feuer! Schön. Und los! Feuer! Er ist bald Half-Life. Wollen wir den einfach killen, ohne reinzugehen? Ich meine, das Ziel ist, erreiche den Bergfried in dem Falle. Aber wir erreichen ihn ja. Mit Pfeilen. Man hat keine Armeen, aber ist halt auch mit Waffengewalt sozusagen. Feuer! Waffen geschultert! Feuer! Eure Lordschaft? Bereit! Was ist aber von da aus jetzt weiter nach vorne sneaken? Part 7? Und zur Stelle. Vorwärts. Ladet nach. Der ist weg vom Fenster. Ich kann nicht anvisieren. Doch. Hey, Jungs. Feuer. Okay, schade. Achtung. Los. Im Laufschritt. Easy peasy, no problem. Feuer! Feuer! Okay, genau dahin geht leider nicht. Waffen geschultert! Feuer! Das ist aber nicht schlimm. Die Mission scheint tricky, aber ich glaube, das ist einfach wirklich der beste Weg. Einfach versuchen, Ryan rushen am Anfang, die Truppen bekommen und dann von da aus weiter stürmen. Also, das ist, glaube ich, gerade unser größter Win überhaupt für die ganze Nummer hier. In Ordnung. So, Jungs. Achtung. Wir sind mal da oben hin. Feuer. Und los. Feuer. Das müsste doch funktionieren. Eine Ewigkeit später. Na los, die Burg herkommen. Ich meine, Truppen bringen einem eh nichts, wenn der Burgherr tot ist, oder? Also können wir ruhig den Weg ja wählen dafür. Sind zwei Armbrustschützen und sonst ein Bogenschütze halt. Also eigentlich vier Elefants. Wenn selbst den Apotheker und seinen Priester gekündigt haben. Nun. Komm, fast geschafft. Wir haben die Burg eingenommen, my Lord. Na dann. Das ist ab hier auch egal. Wir machen zwar noch Part 8 draus, aber das heißt einfach nur nach vorne rushen. Und speichern. Hier ist eine Menge Pech in jedem Falle. Waffen geschultert. Und Marr bereit, eure Lordschaft. Zu Diensten. Feuer! Zur Stelle. Kriegen wir das hin? Feuer! Das ist zu nah dran. Verdammt. Mist. Und los. Vorwärts.
Bogenschütze, komm runter da, let's go. Dann bauen wir es noch mit Pech. Da muss der erst weg, der Junge. Waffen geschultert. Und Marsch. So. Schultert die Waffen auf den Weg. Aber gern. Bereit, eure Lordschaft. Kurzer Prozess. Im Laufschritt. Und was eure Lordschaft? Dann haben wir die. Wo ist der Rest da oben? Sehr wohl, Sire. Metcom, Hawks, Hawks, Foot, Hawks, Feet, Füße, wie auch immer. Weg mit dem Typ. Leitern. Ja, Sire. Ihr geht mal da so an hin. An den Wall. Ja, genau, ihr geht an den Wall. Sehr gut erkannt. In Ordnung. Wohin auch sonst? My Lord, Leitern bereit. Eure Lordschaft? Der Armbrustschützen sind... Ach, es kann literally keiner darüber von denen. Ja gut. Sturmbock, dann. Feuerfrei, Jungs. Schultert die Waffen. Wir stehen zu dir. Und los! Was wünscht ihr? Ja, würde mal sagen, bist du unerfüllt, oder? 1, 2, 3, 4. In Ordnung. Leider mitkommen. Gut, dann war das Mission 7. Wir sind siegreich, Sire. Eisbein. Beende Schweinsbucht. Errungenschaft erreicht auf Steam. Schönes Ding. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir noch eine Sequenz, einen Dialog für den Kampf danach. Aber kurz bevor wir das machen, ich finde die Mission oder die Firefly-Mission von den neuen DLCs oder auch von der Juwelenkampagne im Allgemeinen haben sowas Schönes Tricky an sich. Man denkt, oh shit, du hast so wenig. Dann denkst du dir, oh Mann, das kann so viele Fallen geben. Und manchmal ist einfach so der Ansatz, wie in Crusade, einfach volle Kanne reinhalten und jeden Trick ausnutzen, einfach die Lösung. Es ist simpler, als man denken mag. Aber gut. Ein bittersüßer Sieg. Wir schafften es, um Haaresbreite. Der Hauptmann selbst trieb sein Schwert in Hawksfords widerlichen Leib. Doch vom Juwel fehlte jede Spur. Die Partisanen fanden einige versteckte Soldaten, die uns nur allzu bereitwillig alles berichteten. Eine Kompanie des Wolfes hatte das Juwel abgeholt und zu einem seiner Anwesen auf der anderen Seite der Berge gebracht. Wir wussten nun, dass der Wolf durch unsere Heimat streifte. Diese Nachricht machte unsere Mission nur noch verzweifelter. Wir wollten einen Tag lang rasten, ehe wir tiefer in feindliches Gebiet vordrangen. Das tiest so ein bisschen, als ob die nächste Mission wieder erstmal in Ruhe ankommen ist. Also wieder Kräfte sammeln, dann wahrscheinlich wieder eventuell durchs Land kämpfen, belagern, Schlachten schlagen oder auch verteidigen zwischendrin und zum Schluss ja, beim Wolf wieder vorbeiklopfen. Aber gut, dann war das eben die Schweinsbucht, das erste DLC eben für die Juwelenkampagne. Wir haben aber noch Wirtschaftsmissionen, die wir spielen könnten, rein theoretisch. Also es gibt ja hier die normale Wirtschaftskampagne, es gibt ja hier noch das neue, auch dazu kommen eben Heimlicher Herz-Kampagne gibt es auch noch hier unten und allgemeine Wirtschaftsmissionen haben wir auch noch. Wie wir die spielen, welche Reihenfolge, da werdet ihr euch überraschen lassen in Sachen Videos, die abgeloadet werden, die hochgeladen werden. Was soll denn das Wort abgeloadet bedeuten? Das ist ja Quatsch. Aber ja, an sich war es das schon mal für diesen Moment. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Lass doch schnell einen Daumen nach oben da und gerne auch ein Abo, wenn du weitere Folgen von Stronghold oder weiteren Games sehen willst. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Yours truly, Most Wanted. Bye bye. Tschüss.